Hi, in dem Video ein kurzes Statement bezüglich des Selektivitätsfails. Auf jeden Fall werde ich aufhören, Experimente zu machen, wo ich nicht einschätzen kann, was diese Experimente für Auswirkungen haben könnten. Auf jeden Fall durch einen Selektivitätsfail, sage ich mal, haben wir jetzt gelernt. Oder also ich habe von euch in den Kommentaren gelernt, konnte mir das aber schon andersweise denken, weil die Videobeschreibung, die ich reingemacht habe unter dem Video, habe ich beim Upload gemacht und nachdem auch nicht bearbeitet. Ist einfach so, das schwächste Glied, sage ich mal, in der Kette verliert. Und da das halt am Anfang gewesen ist, am Hausanschlusskasten da im Haus mit dem B16, macht es eben keinen Sinn, nach einem B16 mit den Sicherungen größer zu werden. Macht auch überhaupt im logischen Aspekt keinen Sinn. Deswegen wird es auch nicht gemacht in normalen Hausinstallationen, sondern immer von oben nach unten gehen. Was haben wir noch gelernt? Leitungsschutzschalter sind im Kurzschlussfall auf jeden Fall nicht selektiv. Es gibt selektive Leitungsschutzschalter, die SLS-Schalter, die sind selektiv auch bei Kurzschlussströmen, bin ich jetzt der Meinung. Ob das 100% richtig ist, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall sind normale Leitungsschutzschalter nur selektiv um Faktor 1,6 oder 1,4, wenn das über die thermische Auslösung auslöst, also über das Bimetall und nicht über den Kurzschlussstrom. Und NeoZ-Schmelzsicherungen, die sind ohnehin selektiv. Das ist gar nicht abzustreiten. Deswegen immer Hausanschlusskasten meist 63 Ampere, dann im Sicherungskasten auf Schmelzsicherung, L1Z2L3 auf 35 Ampere und dann auf Leitungsschutzschalter 16 Ampere. So wird es am häufigsten gemacht und das macht jetzt auch irgendwo Sinn. Des Weiteren habe ich auch nicht vor, im Sicherungskasten zu Hause den Leitungsschutzschalter durch beispielsweise ein 63 oder 35 Ampere Schmelzsicherung provisorisch auszutauschen und hier in dem Verteiler das einfach ohne LS-Schalter kurz zu schließen, den L1, und dann hier damit, um damit arbeiten zu können. Brauche ich nicht mehr machen. Helmut hat zu mir geschrieben, mach keine Sachen, wo du nicht weißt, was halt auf dich zukommen könnte, was das für Auswirkungen haben könnte. Aber ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen, Helmut, weil nächste Woche will ich auf jeden Fall noch das Video mit dem Kurzschlusstest machen, wo ich mehrere Leitungsschutzschalter B10 unterschiedlicher Hersteller teste. Aber da habe ich mir auf jeden Fall was überlegt, wo ich das auch gut machen kann. Und wo ich auch weiß, dass da nichts Schlimmeres passieren könnte. Aber wie du schon sagst, Strom ist gefährlich, kann den Menschen lebensgefährlich töten. Genau. Andere Sache, die ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich keines meiner Videos lösche. Falls ich irgendwann mein Video gelöscht haben sollte, habe ich das gleiche wieder re-upgeloadet, weil in dem Video irgendein Fehler unterlaufen ist. Häufig lasse ich die aber auch mit Fehler, wie jetzt beim Selektivitätstest, dass ich einmal den Fehler gemacht habe zu sagen, das ist hier eine 64 Ampere Schmelzsicherung, oder beim Baustromkasten ist mir das auch passiert mit dem 64 Ampere. Das ist ja halb so wild und ich stehe zu meinen Videos, ich lösche die nicht. Ich lösche auch keine Kommentare, falls sich irgendwelche Leute denken, dass deren Kommentare von mir gelöscht wurden. Nee, wurden sie nicht. Das Ding ist einfach, dass die noch in der Überprüfung stehen von YouTube und nur durch mich freigegeben können, mit einem Haken, aber ich mache das halt nicht auch, ich mache das halt nicht immer und so weiter. Das sind halt meistens die Kommentare, wo bis zum Abwinken rumgeflucht wird und so weiter. Und wozu sollte ich da einen Haken setzen? Dann bleiben die einfach weg und dann ist gut. Dann löschen die sich bei der Überprüfung nach, ich weiß nicht, 3 Monaten oder so, verschwinden die Kommentare und dann passt das. Ansonsten, genau, ich stehe zu meinen Videos, ich lösche nichts, egal wie viele Dislikes das hat, wie viele negative Kommentare und so weiter. Hab mir von Anfang an gesagt, das sind meine Videos, das ist ein Teil meines Lebens, das ist ein Teil meines Lebensabschnitts, und warum sollte ich das in dem Sinne dann jetzt hier verstecken, wenn ich das sowieso schon öffentlich gemacht habe?